Im August 2010 wurde der Förderverein Bockwindmühle Bamme e.V. gegründet. Sein Ziel, die Bockwindmühle als dörfliches Wahrzeichen und als technisches Denkmal zu erhalten und zu betreiben. 2017 bis 2018 erfolgte die vollständige denkmalgerechte Restaurierung der Mühle, Bauzeit 15 Monate. Der Förderverein ist Mitglied der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V., der 1990 gegründet wurde. Dieser Mühlenverein ist ein Landesverein mit 220 Mitgliedern, die sich um die Erhaltung, Erforschung, Instandsetzung und Nutzung historischer Mühlen bemühen. Zur Geschichte. 1334 wurde die Mühle erstmalig urkundlich erwähnt. Sie ist wahrscheinlich die älteste Bockwindmühle in der Mark Brandenburg. 1569 fanden Ausbesserungsarbeiten durch den Mühlenbauer Joachim Gläser statt. Siehe Inschrift am Hausbaum. Die Basis für die umfangreichen Restaurierungsarbeiten waren möglich mit EU-Fördermittel, Haushaltsmittel der Gemeinde Nennhausen und Geldern des Fördervereins Bockwindmühle Bamme e.V. Thank you.
durch Torfabbau vor langer Zeit entstandener künstlicher See. Im Hintergrund sieht man den Gröninger See, der langsam immer weiter zuwächst. Das Schloss Nennhausen war ursprünglich ein schlossartig um 1705 ausgebautes Herrenhaus und gehörte zum Rittergut Nennhausen. 1735 bis 1737 erfolgte der Umbau des Herrenhauses mit umfangreicher Erweiterung zum Barockschloss mit einem wunderschönen Barockpark. Dieser Park wurde 1780 umgestaltet und war somit einer der ersten Landschaftsparks in Brandenburg. Die Besitzer des Schlosses Nennhausen wechselten öfter im Laufe der Jahre. 1945 fand im Zuge der Bodenreform die Enteignung statt. Zunächst war das Schloss Nennhausen Flüchtlingsheim, später Schule, Sparkasse, Kulturhaus, Kindergarten, Bibliothek, Gemeindeverwaltung und Standesamt. Auch mein Ehemann ist hier zur Schule gegangen. 1983 entstand durch Bauarbeiten im Dachstell ein Brand. Der Schaden wurde notdürftig ausgebessert. 1990 wurde das Schloss als Baudenkmal ausgewiesen und drohte in den nächsten Jahren dem Verfall. 1997 wurde das Schloss Nennhausen von der Familie Stechow erworben und saniert. Es ist heute privater Wohnsitz und wird als Kulturstätte genutzt. Kotzen, eine Gemeinde, zu der drei Dörfer gehören, nämlich Kriele, Landin und Kotzen. Alle drei Orte haben ein Gerätehaus mit je einer Truppe Feuerwehrkameraden. 1905 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kotzen gegründet. 2020, im 115. Jahr des Bestehens, erhielt die Wehr Kotzen ein neues Haus. Das durch das Amt Nennhausen und einer Förderung des Ministeriums für Inneres und Kommunales finanziert wurde. Das bisherige Gerätehaus entsprach nicht mehr den Anforderungen und wollte vom Vermieter selbst genutzt werden. Torfstich Kotzen sind drei kleine Seen in der Nähe von der Gemeinde Kotzen, die durch Torfabbau entstanden sind. Torf wurde früher für Heizzwecke verwendet.
Original Lilienthal-Gleiter haben wir im Washingtoner Museum fotografiert. Inspiriert vom Flugapparat Nummer 11 haben wir beschlossen, ihn 1:1 originalgetreu nachzubauen, nach Patentzeichnung vom 4.2.1895. Hier einige technische Daten. Der Bauabschnitt erstreckte sich über mehrere Jahre und begann mit der Weidenrutenernte in den Wiesen von Paray im Havelland. Der fertige Rohbau besteht aus Hauptträgergruppe, Leitwerke und zusammenklappbare Flügel. Der linke Flügel wird mit Baumwollstoff bespannt und die Profilschienen werden montiert. Hier wird der rechte Flügel bespannt. Unser Lilienthal-Gleiter Nummer 11 ist flugfähig und startklar fertig. Unseren Lilienthal-Gleiter Nummer 11, der zwischengelagert wurde im Hangar vom Flugplatz Stechow-Felscheser, haben wir vorbereitet für den Transport zum Museum Berlin-Gatow. Hier im Hangar 2 haben wir unseren Lilienthal-Gleiter aufgerüstet, nachdem er mit einem LKW der Bundeswehr hierher transportiert wurde. Da wir sehr schnell waren mit dem Aufrüsten und noch Zeit bis zur Übergabe war, lassen wir es uns nicht nehmen, ein letztes Mal Laufübungen zu machen und das im Video und in Fotos festzuhalten. Hier schwebt er nun im Hangar 3 Berlin-Gatow über den Flugzeugen. Die U-52-3M ist ein originalgetreuer Nachbau von Helmut Wernicke mit einer Spannweite von 3,80 Meter und einem Gewicht von 23 Kilogramm. Otto Lilienthals Absturzstelle am Nordhang des Goldenberges Stölln am 9. August 1896 mit Flugapparat Nummer 11. Kranzniederlegung zum 125. Todestag 2021. Ja. We'll be right back.
Paul Beilich trug für Otto Lilienthal die Gleiter zur Bergstartstelle. Diesen Davids-Flugapparat Nummer 3 von 1891 haben wir im Maßstab 1:1 flugfähig zu Hause in Rathenow nachgebaut. Den rot-weißen Drachen im Hintergrund hat Pilot Helmut Wernicke zur Dauerausstellung zur Verfügung gestellt. Mit diesem Drachen Delta Polaris hat der Bergsturz vom Goldenberg Südhang Windenstarts auf vielen Flugplätzen in Deutschland und 16 Bergstarts in Südtirol aus 1600 Meter Höhe absolviert. Der Flugapparat besteht aus Profilrippen, Haupthäumen, Hilfshäumen, Nasenleiste, Spannrad, Hauptträgergruppe und ist mit dem Leitwerk komplett. Thank you.
Jahre Eigenbau Ju-52 mit 3 Viertaktmotoren fliegt auf dem ältesten Flugplatz der Welt Stölln. Pilot Helmut Wernicke und Co-Pilotin Edith im Größenvergleich. Nach 12 Betriebsjahren haben wir unsere Ju-52 zur Dauerausstellung in Stölln neben der IL-62 abgegeben.